Hallo und grüß Gott zu Treffpunkt Gesundheit. In unserer Reha-Reihe stellen wir Ihnen ja derzeit Einrichtungen vor, die sich um Patienten kümmern, nachdem das akute Problem behandelt wurde. Für unsere heutige Folge waren wir in Hopfen am See unterwegs. Dort haben wir Ärzte und Patienten in der Fachklinik Enzensberg besucht. Das Besondere, hier werden Akut- und Reha-Patienten behandelt. Seinen Namen möchte dieser Patient im Fernsehen lieber nicht hören. Vor ein paar Tagen ist er in die Klinik Enzensberg gekommen und hat über schwere Rückenschmerzen geklagt. Deren Behandlung ist eines der Spezialgebiete hier. Inzwischen geht es ihm wieder besser. Das sind die typischen starken Schmerzen, die man hat, wenn man einen Bandscheibenvorfall oder ein Problem im Rücken hat. Als Patient ist man halt dann dankbar, wenn man dann hier aufgenommen wird, um sich eben der Schmerzen zu entledigen. Ähnliche Probleme hatte auch Horst Strobel. Ich war vorher beim Orthopäden und habe dann manuelle Therapie verschrieben bekommen, aber das hat dann nicht mehr ausgereicht und somit wurde ich hierher verwiesen. Hier hat man eine sogenannte Infiltration gemacht, also ich sage es mal vereinfacht, Schmerzmittel in den betroffenen Bereich und eingesprüht, um den Schmerz in den Griff zu bekommen. An einem Modell sieht man die Vorgehensweise. Mit Hilfe spezieller Geräte kommt das Schmerzmittel dorthin, wo es am meisten hilft. Jeden Tag werden Patienten hier so behandelt. Im Schnitt alle 20 Minuten einer. Infiltration macht man dann, wenn der Rückenschmerz oder der Kreuzschmerz oder ausstrahlende Schmerzen vom Rücken in die Beine auf andere Möglichkeiten, wenn sie so akut sind, nicht mehr ansprechen. Das heißt, wenn man hergehen muss, den akuten Schmerz, der so stark ist, dass er den Patienten in seiner Gehfähigkeit zum Beispiel einschränkt, dass der Patient schmerzentlastend humpen muss oder praktisch gar nicht mehr gehen kann oder ab einer bestimmten Gehstrecke pausieren muss, dass man diesen akuten Schmerz effektiv behandelt, um dem Patienten diesen Schmerz zu nehmen, dass er dann weitere Therapieformen überhaupt annehmen kann bzw. weitere umgesetzt werden können. Eine solche Form der Therapie und Reha ist beispielsweise die Rückenschule. Hier erfahren Patienten, wie sie Rückenschmerzen künftig vermeiden können und sich im Alltag und Berufsleben richtig bewegen. Nach dieser Schmerzspritze, dann kommen dann weitere Therapiemaßnahmen, da kommt dann Krankengymnastik, da kommt dann sogenannte balneophysikalische Therapie, darunter versteht man Formen von Physiotherapie, aber im balneophysikalischen Bereich eben Stromanwendung zum Beispiel, Massagen, Elektrotherapie und weitere Maßnahmen. Und auch wenn die Behandlung von Rücken- und Gelenkschmerzen sowie die Reha-Maßnahmen danach zu den Schwerpunkten gehört. Die Fachklinik behandelt beispielsweise auch Schlaganfallpatienten und Menschen, die unter Muskelerkrankungen leiden. Wir sind in einer sogenannten gemischte Krankenanstalt, in der Reha und Akutmedizin betrieben wird. Und zum großen Teil kommen hier Patienten nach endoprothetischen Eingriffen an der Hüfte, am Kniegelenk, am Rücken, die im Rahmen der Rehabilitation betreut werden und wieder so fit gemacht werden, dass sie den Alltag meistern können. Und daneben haben wir natürlich noch Patienten, die nach schweren Unfällen zu uns kommen im Rahmen eines sogenannten BGSW-Verfahrens, also berufsgenossenschaftliche Verfahren. Und wir haben eine Abteilung Geriatrie. Zurück zu unserem Patienten mit den Rückenproblemen. Bei ihm sind jetzt spezielle Massagen angesagt. Dahinter steckt ein Konzept, das zur Philosophie der Fachklinik gehört. Es ist allgemein bekannt, dass in Deutschland zu viele Operationen durchgeführt werden. Und unser Ziel ist es, im Rahmen der konservativen Therapie durch minimalinvasive Eingriffe, die bildwandlergesteuert am Patienten durchgeführt werden, eine Operation zu vermeiden. Nach Klinikangaben gelingt das bei Rückenerkrankungen in mehr als 8 von 10 Fällen. Ortswechsel in die sogenannte MTT. Die Abkürzung steht für medizinische Trainingstherapie. Auch sie ist ein Teil der unterschiedlichen Reha-Maßnahmen im Haus. Es gibt diverse Anwendungen, Fango, Physiotherapie, medizinische Bäderanwendungen, solche Themen, um auch die Rückenmuskulatur zu stärken und im Prinzip auch wieder das Thema in den Griff zu bekommen. Und so wird hier in der MTT weitergeschwitzt. Das Ziel von Patienten und Therapeuten ist dabei das gleiche. Die Schmerzen dauerhaft wegtrainieren und damit die Reha möglichst erfolgreich beenden. Und die schöne Umgebung und die gute Luft im Allgäu tun hoffentlich das Ihre dazu.
Jetzt, wo sich der Sommer so langsam nähert, gibt es auch wieder besonders schöne Fotomotive. Und wenn Sie da einen besonderen Moment eingefangen haben mit Ihren Kindern, dann schicken Sie uns doch Ihre Fotos. Und die kommen dann bei uns in die Baby- und Kindergalerie von Treffpunkt Gesundheit. Das war unsere Baby- und Kindergalerie. Wenn Sie Ihre Sprösslinge auch mal bei uns sehen möchten, schicken Sie uns einfach Ihre schönsten Motive an redaktion@allgäu-tv.de. Auch wenn Argentinien eigentlich nicht als dritte Weltland bekannt ist, gibt es dort Gegenden, in denen sich Patienten ihre Medikamente nicht leisten können oder schlichtweg nicht an die richtige Medizin herankommen. Auch die Qualität der Arzneimittel schwankt stark. Eine, die sich vor Ort und im Allgäu darum kümmert, ist Charlotte Engel. Mit der Organisation Apotheker ohne Grenzen lässt sie Medikamente aus Argentinien in Isny auf ihre Qualität überprüfen. Charlotte Engel ist Apothekerin und wenn man so will, eine ohne Grenzen. Sie ist im Vorstand der internationalen Hilfsorganisation Apotheker ohne Grenzen. Der Verein hilft akut bei Katastrophen wie dem Erdbeben in Haiti oder langfristig, wenn es darum geht, die Ärmsten der Armen mit Arzneimitteln zu versorgen. In der Naturwissenschaftlich-Technischen Akademie in Isny kennt man Charlotte Engel. Sie lässt hier regelmäßig Medikamente prüfen. Seit 2002 arbeitet sie an einem Projekt in Argentinien. Wir bringen aus Argentinien verschiedene Arzneimittel hier an Isny, an die NTA. Und die NTA macht jetzt in ihrem Projektarbeit für die Ingenieure, für die Studenteningenieure der Fachrichtung Pharmazeutische Chemie, untersuchen unsere Arzneimittel im Vergleich zu deutschen Arzneimitteln in Bezug auf Qualität, allgemein, also Inhaltsstoffe, Freisetzung der Arzneistoffe für die argentinischen Arzneimittel. In diesem Fall geht es um das bekannte Aspirin. Dass auch die argentinischen Tabletten den Inhaltsstoff Acetylsalicylsäure, also ASS, enthalten, ist bereits nachgewiesen. Hier wird die sogenannte Freisetzung geprüft, also ob sich der Inhaltsstoff auch wie später im Magen eines Patienten aus der Tablette löst. Die Studenten prüfen im Rahmen einer Projektarbeit die Arzneistoffe für Apotheker ohne Grenzen. Wolf Dammertz ist Chemiker und lehrt an der NTA in Isny. Auch seine Studenten haben etwas von der Projektarbeit. Für uns ist das ein sehr schönes praktisches Beispiel für Fertigarzneimittelanalytik. Ziel der Ausbildung jetzt im letzten Studiensemester ist, dass unsere Studierenden lernen, nicht nur einzelne Wirkstoffe oder Hilfsstoffe zu untersuchen, sondern auch Fertigarzneimittel und auch deren Qualität zu beurteilen. Und es ist schön, wenn man das an Produkten tun kann, die nicht nur der Ausbildung dienen, sondern wo auch ein echtes Interesse am Ergebnis besteht. Und das Interesse besteht. Aber es geht hier nicht direkt darum, gefälschte Medikamente zu finden, sondern saubere, die so wirken, wie sie wirken sollen. Wir wollen nur eine Bestätigung, dass wir für unsere Projekte gute Arzneimittel zur Verfügung stellen können. Wir sind in Mexiko, in Argentinien, in Nepal. Wir unterstützen da die Auslieferung der Arzneimittel an die ärmere Bevölkerung, die keinen Zugang zu Arzneimitteln hat. Charlotte Engel ist selbst pharmazeutisch-technische Assistentin. Ihren Beruf hat sie hier an der NTA gelernt und der Kontakt ging nie verloren. So kam auch die Zusammenarbeit zustande. Sie hatte uns gefragt, ob wir uns die Arzneimittel, die dort, in dem Fall jetzt in Argentinien, eingekauft werden, ob wir die mal auf Qualität überprüfen könnten. Das ist sicherlich in Anbetracht der doch immer wieder vorkommenden Arzneimittelfälschungen eine sicherlich sinnvolle Sache. Wie so oft bei sozialen Projekten ist auch für die Apotheker ohne Grenzen das Ziel, dass ihre Arbeit irgendwann nicht mehr nötig wäre. Es wäre natürlich schön, aber ich glaube, das ist noch ein Traum. Und so lange sorgt Charlotte Engel dafür, dass sich was bewegt. Und dass alle Menschen Zugang zu sauberen, hochwertigen Medikamenten bekommen. Ohne Grenzen.
Und jetzt geht's wieder um die Gesundheitsgeheimnisse, die quasi vor unserer Haustür wachsen. In unserer Reihe, dem kleinen Kräuter einmal eins, stellen Ihnen unsere Expertinnen die häufigsten regionalen Kräuter samt ihrer Verwendung und Wirkweise vor. Heute geht es um den Frauenmantel. Ein Kräutlein mit besonderer Wirkung. Schon die Alchemisten im Mittelalter glaubten, dass man aus den in den Blätterkelchen gesammelten Tautropfen des Frauenmantels Gold oder den Stein der Weisen gewinnen könne. Da haben wir den Frauenmantel, das ist ja das Schönheitsmittel. Ja, vor allem für die Wildkräuterfrauen ist das das Schönheitsmittel. Ich sage das bei den Wanderungen auch immer. Wenn man einen Frauenmantel sehen hat, wo in der Früh dieser Tautropfen drin ist, dann nimmt man diesen Tautropfen als altes Schönheitsmittel und tut es ganz vorsichtig auf seine Haut auftragen. Und das bringt ganz viel Feuchtigkeit und soll die Schönheit erhalten. Gell? Besser machen kann man natürlich selten was. Aber erhalten ist auch schon wichtig. Und es ist enorm, wenn du den Tropfen drauf tust, ja, wie viel Feuchtigkeit der gibt. Ja, gell? Genau. Und man merkt auch richtig, wenn der trocknet, dass es richtig wieder Spannung gibt. Und im Sommer nehme ich aber ganz gern auch die Blüten. Weil ich finde, die Blüten, schau mal auf die Blüten, die sind so wunderschön. Und das findest du aber bloß beim Wiesenfrauenmantel, diese kleinen, zierlichen, schönen Blüten. Denn der Gartenfrauenmantel, der ist ja so pelzig, der ist, da sind die Blüten viel größer. Die kann man ganz toll für einen Kranz nehmen. Aber für den Tee finde ich sie nicht so fein, vom Geschmack her. Vor allen Dingen hat sie halt auch die Heilwirkung. Das ist allerdings nicht bewiesen. Weil der Beste, der untersucht ist, ist halt der Wilde. Und die anderen sind halt nicht untersucht. Aber letztendlich, auf den Tautropfen nochmal zurückzukommen. Der Tautropfen ist ganz gut für jemanden, der so Haut hat mit roten Äderchen. Weil das kühlt unheimlich gut und zieht einfach diese roten Äderchen auch wieder zähmend. Und wenn man Tee trinkt, dann kann man es wunderbar nehmen für alle Schwangeren. Beziehungsweise dann, wenn das Kind da ist. Einfach zur Rückbildung für die Gebärmutter. Es ist einfach der Frauenmantel, gell? Man kann sich bei dem Blatt, das so gefächert ist wie ein Mantel, auch vorstellen, dass das wie so ein Schutzmantel ist. Haben Sie früher auch so gesehen? Stimmt, ich sehe es auch immer so von der Geburt bis, ja, bis zum Tod ist der Frauenmantel eine Begleiterpflanze für die Frau. Vor allem für die Frau. Es, genau, ist, darum heißt der Frauenmantel. Das war Treffpunkt Gesundheit. Nächste Woche machen wir unter anderem einen Abstecher ins schöne Schwangau und dürfen dort einen Blick in die Reha-Klinik in unmittelbarer Nachbarschaft der Königsschlösser werfen. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind.